Hi, heute gibt es meine aktuelle Haarroutine, Haarpflegeroutine. Ich habe mir überlegt, eigentlich fände ich es ganz cool, wenn ich ab und zu mal Routinen wieder abdrehe. Das war ja eine Zeit lang sehr, sehr viel auf YouTube und irgendwie jetzt gar nicht mehr. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, irgendwann wieder in die Vergangenheit zu schauen und dann zu sehen, was man da benutzt hat, sei es irgendwie Make-up, Hautpflege oder eben die Haare. Und da sich das bei mir immer sehr viel verändert, ich da gerne Sachen austeste, dachte ich, ich zeige euch mal, was ich gerade im Moment benutze. Also ich habe ja mir langsam, aber sicher angeeignet, meine Haare mit der Rundbürste zu föhnen. Das mache ich auch regelmäßig. Es klappt manchmal besser und manchmal schlechter. Ich bin wirklich ein absoluter Amateur und natürlich genau heute, wo ich dieses Video drehen möchte, habe ich es nicht so hinbekommen, wie es eigentlich aussehen soll. Aber ich glaube, man bekommt trotzdem so eine Idee dafür, warum man das macht, was das Ergebnis ist. Aber fangen wir mit der Haarwäsche an. Also als erstes benutze ich ganz normal Shampoo und da benutze ich im Moment sehr gerne. Da wechsle ich mich aber übrigens auch sehr viel ab, also sogar jede Haarwäsche was Neues. Aber das andere ist gerade alle gegangen, deswegen zeige ich euch jetzt nur das hier. Das ist von Maria Nila Head and Hair Heal Shampoo. Und das ist speziell formulated to soothe itchy scalps, treat dandruff, prevent hair loss, increase hair growth. Also wenn ihr Haarausfall habt, wenn eure Kopfhaut juckt, wenn ihr Schuppen habt und so weiter. Also einfach so ein beruhigendes Shampoo quasi. Das benutze ich und das finde ich echt ganz gut. Was ich nicht so gut finde, sind die Flaschen. Da kommt das Produkt sehr, sehr schwer raus. Aber es ist an sich ein sehr, sehr mildes Shampoo. Ich sag mal, es ist eher so ein neutrales Shampoo. Also es macht weder irgendwas, wo ich sage, oh mein Gott, aber auf der anderen Seite trocknet es meine Haare zum Beispiel auch nicht so aus. Dann benutze ich auch immer einen Conditioner dazu. Da benutze ich jetzt den passenden. Was ich übrigens ganz cool finde bei Maria Nila, dass die Conditioner kleiner sind als die Shampoos, weil meiner Meinung nach, also bei mir ist es so, die Shampoos werden immer viel schneller alle als die Conditioner und so bin ich ungefähr gleich auf. Das ist eben auch aus der gleichen Reihe, auch der Heal Conditioner. Meistens benutze ich eigentlich gerne etwas anderes für den Ansatz, also fürs Shampoo als für den Conditioner, weil meine Haare am Ansatz ganz anders sind als hier unten. Aber das passt jetzt ganz gut. Wie gesagt, es ist eher neutral. Was ich ab und zu mache, ist eine Kur zu benutzen. Und die habe ich euch auch schon tausendmal gezeigt. Das ist meine allerliebste Kur. Für mich ist es eine der wenigen Kuren, Masken, wo ich wirklich einen Unterschied sofort merke. Das ist von Redken Extreme Strength Builder Plus. Schwieriges Wort. Ist so eine hellblaue Maske. Ziemlich flüssig für eine Maske, würde ich sagen. Und die gebe ich mir nach dem Shampoo ins Haar. Warte zwischen 5 und 15 Minuten, manchmal sogar länger, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und dann spüre ich das Ganze aus und dann fühlen sich meine Haare schon mega gut an. Das benutze ich nach dem Shampoo und danach kommt dann eben Conditioner ins Haar. Wenn ich aus der Dusche raus bin, kommt sofort ein Handtuch in die Haare und dann lasse ich das auch so lange wie möglich auf dem Kopf, meistens so um die 20 Minuten, in der Zeit frühstücke ich und so weiter und dann gehe ich ins Bad und da wird dann immer ein Leave-In-Conditioner ins Haar gegeben. Das mache ich, seitdem ich die Haare so richtig färbe, weil einfach ansonsten die oben total frizzy sind und die lassen sich kaum durchkämmen. Außerdem benutze ich gerne irgendwie so eine Art Barriere als Hitzeschutz und da benutze ich jetzt von Garnier Fructi Silky and Shiny 10-in-1 Cream, All-in-1 Leave-In Cream. Die habe ich euch auch letztens mal, ich mache ja immer mal so Abendroutinen auf Instagram Stories, da habe ich das benutzt und haben ganz viele gefragt. Das ist halt so eine Riesenpulle, also die wird ewig, zumindest bei mir, halten. Die andere hat auch ewig, ewig, ewig gehalten. Viel zu lange wahrscheinlich. Aber hier steht drauf, deswegen 10-in-1, Hitzeschutz bis zu 230 Grad Celsius, Anti-Frizz, Anti-Luftfeuchtigkeit, bändigt, spendet Feuchtigkeit, gibt Glanz, repariert, Anti-Haarbruch, Anti-Spliss, beschwert nicht. Dass es nicht beschwert, kann ich bestätigen. Ich habe nämlich sehr viele Haare, aber sehr, sehr dünne Haare und sehr feine Haare. Das heißt, wenn ich etwas in die Haare gebe, auch bei Conditioner und Shampoos und sowas zu reichhaltig ist, dann beschwert das meine Haare und dann sieht man das irgendwie auch. Das finde ich sehr unschön. Und das ist eher auch wieder so ein Ding, was so neutral ist. Man bemerkt es kaum in den Haaren. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass wenn ich die Haare dann geföhnt habe, sie wirklich hier nicht mehr so doll abstehen und sie einfach so einen schönen Glanz haben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen.
Das benutze ich immer. Das benutze ich übrigens auf feuchtem Haar meistens, aber auch wenn ich in einem Glätteisen oder so die Haare locker oder glätte, dann gebe ich davon auch nochmal ein ganz klein wenig in die Haare. Einfach, wie gesagt, so als Barriere. Und dann gebe ich meistens, nicht immer, etwas in den Ansatz für Volumen. Das finde ich ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil da habe ich schon so viel ausprobiert. Weißt du, man wäscht sich die Haare und denkt so, ja, frisches Gefühl. Dann gibt man sich eins von diesen Sprays in die Haare und die kleben und sehen aus, als hätte man sie 10 Wochen nicht gewaschen. Das ist wirklich das schlimmste Erlebnis ever. Deswegen bin ich da immer auf der Suche nach guten Produkten. Da fällt mir ein, ich wollte euch noch ein anderes zeigen. So, da musste ich gerade mal in meine Aufgebrauchtkiste greifen. Also eigentlich benutze ich das hier seit Jahren. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Das ist von Paul Mitchell aus der Wild Ginger Reihe. Hydro Mist Blowout Spray. Das war das erste Spray für den Ansatz, das meine Haare nicht beschwert hat, was sie nicht hat fettig aussehen lassen, was aber richtig gut Volumen geschenkt hat und einfach so eine Griffigkeit. Was ich jetzt benutze, ist aber auch schon fast alle, also das ist alle, von L'Oreal aus der Professional Reihe. TechniArt PLI Thermo Modeling Spray Volume Nummer 4 sieht so aus und das gebe ich mir, nachdem ich das aufgetragen habe, in den Ansatz, gehe auch so richtig unter das Haar. Davon kann man auch viel aufsprühen, also ich zumindest, ohne dass es die Haare beschwert oder dass sie eben fettig aussehen oder so. Auch wieder so ein Produkt, was man eben nicht sieht, aber ich habe jetzt nichts weiter in den Haaren und ihr könnt sehen, was das für ein Wahnsinnsvolumen ist. Also das ist schon echt ein richtig, richtig gutes Produkt, mag ich sehr gerne. Dann kämme ich mir die Haare, da benutze ich irgendeine Bürste, ich habe einen Tangle Teaser, ich habe eine Wet Brush, das ist jetzt meine Bürste von Villa Dacia. Die ist rosa und damit kann ich eben gut durchkämmen. Gerade auch, wenn ich die Haare gestylt habe, benutze ich diese im Gegensatz zu den anderen ein bisschen lieber. Und ich finde, die zieht halt auch nicht so an den Haaren. Aber das kämme ich so im semi-trockenen Zustand. Je nachdem, wo ich bin, wie viel Zeit ich habe, ob ein Föhn vorhanden ist, lasse ich meine Haare entweder dann lufttrocknen. Meistens föhne ich sie aber, einfach weil die Zeit nicht da ist und meine Haare sehr, 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 sehr lange brauchen, um zu trocknen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt meinen Föhn nicht mit hier, aber den habt ihr ja gesehen, das ist von Philips einer, den habe ich schon seit ein paar Jahren, funktioniert super, verlinke ich euch in der Infobox. Damit föhne ich mir die Haare so ein bisschen an, gerade auch den Ansatz, weil solche Produkte funktionieren meistens am besten, wenn sie mit Hitze funktionieren und so ein bisschen angekurbelt werden quasi. Und dann föhne ich vor allem den Ansatz, bei dem dauert es auch am längsten zu trocknen. Föhne ich das so ein bisschen an, dann mache ich wieder irgendwas, räume in der Küche auf, bliblablub, gucke schon mal, was alles so ansteht am Tag. Und dann, wenn die Haare so ungefähr zwischen 80% und 90% trocken sind, dann stecke ich meine Haare ab. Dann nehme ich ungefähr so die Hälfte von den Haaren hoch, zöbel mir die so nach oben mit einem Haargummi und dann föhne ich die Haare. Wie ich das genau mache, habe ich euch jetzt so ein bisschen gezeigt. Es dauert halt super lange und wie gesagt, ich bin absolut kein Experte, was das angeht, aber ich benutze dafür sehr gerne diese Bürste, die ist von Hirschsens und sieht so aus, die heißt glaube ich irgendwie Mittel, also ist so mitteldick und funktioniert für meine Haarlänge eigentlich ganz gut und im Prinzip ist es ganz easy, sagte sie und bekam es nie hin, aber ich nehme mir dünnere oder dickere Strähnen, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Und dann halte ich das horizontal, die Haare, wickel die ein in die Rundbürste und dann fange ich von unten an zu föhnen. Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, ne? Es ist einfach die Variante, wie ich es mache. Wickel das so nach oben und dann halte ich das, bis ich das Gefühl habe, die sind trocken. Oder ich mache das nochmal und nochmal eben, bis sie trocken sind. Und dann ziehe ich das raus und dann zwirbel ich die Haare einmal so ein bisschen zusammen, dass die Welle so ein bisschen verstärkt ist. Und ich warte auch so 3 bis 5 Sekündchen ohne Hitze, dass die Welle so ein bisschen abkühlen kann und ein bisschen länger hält. Und so mache ich das den ganzen Kopf entlang. Wie gesagt, das dauert bei mir super, super lange. Aber wenn ich das nicht mache, sind sie einfach nicht so geschmeidig wie jetzt. Ich kann nicht so gut damit arbeiten. Aber wie gesagt, irgendwie heute fasse ich mir auch die ganze Zeit in die Haare, sitzt es einfach nicht so, wie es sitzen soll. Ja. Wenn ich dann fertig bin mit dem Stylen, beziehungsweise am zweiten oder am dritten Tag, merke ich so, dass gerade vorne das Ganze so ein bisschen trocken wird an den Spitzen. Dann benutze ich gerne
irgendein Haaröl. Ehrlich gesagt bin ich da nicht loyal, da benutze ich mal das, mal das, mal das. Gerne auch einfach so reines Arganöl, was ich jetzt schon wirklich super lange habe. Das sieht auch schon nicht mehr fresh aus, ist von Gisou, das Honey Infused Hair Oil. Und das ist einfach so ein leichtes Haaröl. Das ist jetzt kein reines Haaröl. Das ist ein Haarprodukt, würde ich sagen, was so eine ölige Konsistenz hat. Und ich finde, das ist auch so eins, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber wenn man wenig davon benutzt, beschwert es die Haare auch nicht und gibt eben einfach so eine schöne Geschmeidigkeit und das auch den ganzen Tag. Weil ich finde, oft ist es so, dass man so ein Haaröl in die Haare gibt und eine halbe Stunde später hat man das Gefühl, man hat nichts in die Haare gegeben. Und bei dem... Erstens sieht es wunderschön aus, wunderschön auch im Bad aus, aber es tut meinen Haaren auch ganz gut. Ich habe das Gefühl, die sind dadurch ganz gut geschützt, gerade die Spitzen. Und das war es eigentlich zu meiner Haarroutine, zumindest was die Pflege angeht. Natürlich habe ich sehr oft auch Wellen oder Locken, da benutze ich Lockenstäbe oder Glätteisen. Wenn euch da nochmal eine aktuelle Version interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich bin halt, was Haare angeht, wirklich nicht so der Experte, gerade was das Styling angeht, nicht unbedingt. Aber ich habe jetzt festgestellt, ich hatte einen Lockenstab, ich glaube für 10 Jahre. Da hat sich schon einiges getan und damit haben halt meine Locken nie gehalten. Und jetzt habe ich einen Lockenstab von JHD und einen von Paul Mitchell. Und damit halten die Locken so, so lange, über mehrere Tage. Und bei mir mit meinen eigentlich aalglatten Haaren schien das schier unmöglich. Deswegen gibt es auf jeden Fall schon Unterschiede. Haarfarbe ist jetzt, wie ihr sehen könnt, bis hier alles Natur und hier ist noch so ein Kuddelmuddel aus verschiedensten Haarfarben, da versuche ich immer alleine jetzt mittlerweile drüber zu tönen, dass das Ganze rauswachsen kann, ohne dass es jetzt blond und schwarz oder so aussieht. Dazu habe ich ja auch schon mehrmals was gezeigt in meinen Weekly Vlogs, könnt ihr einfach mal eingeben, Madame Tam Tam. Haare färben und so, dann findet ihr da auch aktuelle Videos. Genau, das war's zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt doch gerne mal, was so in eurer Haarroutine auf jeden Fall drin sein muss, ob ihr noch ein paar Tipps habt für mich, gerade vielleicht auch was das Haareföhnen angeht. Da bin ich, wie gesagt, wirklich keine Experte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.